Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrelda.de. Heute beschäftigen wir uns mit der Kinematik. Kinematik, das ist die Lehre der Bewegung von Körpern oder Punkten im Raum. Das heißt, wir betrachten so Dinge wie Geschwindigkeit, Beschleunigung und die zurückgelegte Strecke dabei. Das Ganze jedoch ohne dabei auf die Ursachen dieser Bewegung einzugehen. Das wäre nämlich die Dynamik. Schauen wir uns zuerst die gleichförmige Bewegung an. Was versteht man darunter? Gleichförmig nennt man eine Bewegung dann, wenn die Geschwindigkeit, die kürzen wir mit dem Buchstaben V ab, konstant ist. Und dann können wir V ganz einfach berechnen mit Delta S durch Delta T. Der Physiker meint in diesen Deltas dann immer einen Streckenabschnitt oder einen Zeitabschnitt, also die Differenz zwischen zwei Zeitpunkten. Also ich stelle die Stoppuhr jetzt an und danach. Also von mir aus von der Uhrzeit 13.50 Uhr bis 13.51 Uhr wäre Delta T eine Minute oder halt von dem Kilometer an der Autobahn. Das seht ihr ja rechts am Straßenrand, sind immer so kleine Schildchen, die euch sagen, wie lang die Autobahn ist, oder wie viel der Autobahnkilometer das ist. Da könnt ihr dann einfach drauf gucken und daran ablesen, wie weit ihr eigentlich gefahren sind zwischen Kilometer 550 und 580. Dann wart ihr halt 30 Kilometer lang auf der Autobahn. So kann ich also bei einer gleichförmigen Bewegung die Geschwindigkeit berechnen. Wenn man das jetzt umstellt und wir wollen vielleicht, wenn wir die Geschwindigkeit kennen und wissen, wie lange wir gefahren sind, die zurückgelegte Distanz S berechnen, dann kann ich auch sagen, S ist gleich V mal T. Nun versuchen wir das mal, wie es der Physiker gerne macht, in einer Grafik zu veranschaulichen. Wir haben hier ein S-T-Diagramm gezeigt. Hier die zurückgelegte Strecke. Das heißt, wir bewegen uns immer bei jedem Abschnitt Delta T um die gleiche Strecke Delta S fort. Wir haben schlussendlich eine Gerade vorliegen. Und dieses Steigungsdreieck, das ihr aus der Mathematik kennt, hätte jetzt hier Delta S und hier Delta T stehen. Es soll immer konstant sein, deswegen immer die gleiche Steigung. Und ihr seht, die Geschwindigkeit V ist die Steigung des Graphens im ST-Diagramm. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit über die Zeit aufzutragen, also ein VT-Diagramm. Und dann haben wir gesagt, na, die Geschwindigkeit ist aber immer konstant. Bei der gleichförmigen Bewegung, naja, dann können wir nichts anderes hier haben, als einfach eine waagrechte Gerade, genau bei der Geschwindigkeit V. Nun machen wir das ein bisschen komplizierter. Wir nehmen jetzt die gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Nun, die gleichmäßig beschleunigte Bewegung, das sagt eigentlich schon der Name, da ist die Beschleunigung gleichmäßig, also konstant. Die Beschleunigung hat einen Buchstaben A und das ist einfach definiert als Delta V durch Delta T. Also die Änderung der Geschwindigkeit pro Zeitintervall. Und das soll nun konstant sein. Hier oben hat sich die Geschwindigkeit nie geändert, das heißt, da war einfach A0. Hier ändert sich die Geschwindigkeit und daraus können wir also dieses A ableiten. Das soll aber immer genau gleich sein. Dann ergeben sich hier auch folgende Formeln. Ich kann es wieder umstellen nach V, ist A mal T. Also ich kann jetzt die Geschwindigkeit ausrechnen, wenn ich die Beschleunigung habe, indem ich einfach die Beschleunigung mit der benötigten Zeit multipliziere. Und für die zurückgelegte Strecke finden wir raus, gilt S ist ein halb A mal T Quadrat. Wollen wir das auch wieder in unserem ST- und VT-Diagramm zeichnen? S hängt hier quadratisch von T ab, also haben wir eine Parabel. Je nachdem, bei welchem Punkt wir beginnen,
sieht das in etwa so aus. Und wie hier oben können wir auch hier die Geschwindigkeit ablesen im Sinne der Steigung. Dazu braucht ihr natürlich dann die Tangenten hier dran. Oder wer schon den Begriff schon kennt, die Ableitung in dem entsprechenden Punkt. Also hier könnte ich dann die Steigung so ablesen. Delta T durch Delta S durch Delta T. Besser gesagt, dieses Steigungsdreieck immer kleiner werden lassen von den Punkten, die auf der Parabel liegen. Und dann hätte ich die Ableitung. Und wenn ich das als ein VT-Diagramm aufzeichne, naja, V ist A mal T, das ist eine Geradengleichung, V hängt linear ab von T. Ich habe also dieses Mal eine Gerade. Alles allgemein zusammengefasst, und das ist jetzt Oberstufenstoff, kann man sagen, wenn ich die Funktion der Strecke zweimal nach der Zeit ableite, der Physiker macht dafür zwei Punkte über die entsprechenden Symbole, also S2-Punkt heißt die Strecke zweimal nach der Zeit abgeleitet, ist das gleiche, wie wenn ich die Geschwindigkeit einmal nach der Zeit ableite und das soll dann einfach A sein. Wir können das kurz hier demonstrieren. S, einmal nach der Zeit abgeleitet, also S-Punkt, nach T ableiten, T Quadrat ableiten, gibt 2T, dann 1/2 mal 2 löst sich auf, also steht hier S-Punkt ist gleich A mal T, A mal T ist aber auch V. Ihr seht es, wenn ich jeweils hier einen Punkt wegnehme, steht es genauso da. Und wenn ich jetzt das hier nochmal ableite, also V nochmal ableiten würde, V-Punkt, A mal T, naja, abgeleitet gibt einfach A. Dementsprechend ist natürlich auch S2-Punkt, weil S-Punkt, haben wir schon gesehen, ist ja auch A mal T. Somit stimmt diese Formel. Die Einheiten, die ihr dabei benutzen sollt, sind in der Regel Meter für die zurückgelegte Distanz, Meter durch Sekunde für die Geschwindigkeit und Meter durch Sekunde Quadrat für die Beschleunigung. Und was man jetzt hier aus diesem Zusammenhang noch rückwirkend herauslesen kann, wenn wir uns hier mal die Fläche unter den Graphen anschauen, das könnte man jetzt ganz einfach mit Dreiecken und Vierecken brechen oder das Trapez oder das Integral darunter bilden, dann seht ihr, die Fläche unter dem Geschwindigkeitsdiagramm, also das hier integriert, also V integrieren, heißt sowas wie S-Punkt integrieren nach der Zeit, dann fällt natürlich das Ableitungszeichen weg und wir haben die Strecke direkt. Das heißt, was hier als Fläche ist, ist nichts anderes als die Strecke. Gilt natürlich auch hier oben im simplen Fall einer gleichförmigen Bewegung. Nun, danke, dass ihr hier reingeschaut habt. Beehrt uns bald mal wieder und verfolgt uns auch auf Facebook.